Hallo und herzlich willkommen für diese Diablo 4 Eilmeldung. Es scheint, als ob der erste große Balancing-Patch uns gerade getroffen hat und das noch im Early Access. Was ist also passiert? Vor ungefähr 25 Minuten hat Adam Fletcher uns wissen lassen, dass es einen großen Balancing-Patch gibt. Dieser beinhaltet auch Änderungen daran, wie lange Spieler überleben können und deshalb hat er uns sogar 2 Stunden vorher vorgewarnt, damit alle Hardcore-Spieler, die tatsächlich auch am Race um das Level 100 teilnehmen, vorgewarnt sind, dass es Änderungen geben wird, dass sie vielleicht nicht mehr ganz so viel überleben werden. Eigentlich ganz nett und spricht für den Community Manager. Was ist denn aber jetzt nun passiert und was ist im Balancing Patch? Der Balancing Patch unterteilt sich in 3 Änderungen und es geht hauptsächlich darum, dass Klassen genervt wurden, manche Klassen wurden ein wenig stärker gemacht und die Paragon-Glyphen wurden verändert. Schauen wir uns die Änderungen mal im Detail an. Die Nerfs werden so erklärt, dass ja, Spieler sollen sich powerful fühlen, aber manche Klassen und manche Klassensynergien waren einfach zu stark und es kam zum Beispiel dazu, dass extrem viel Damage ausgehalten wurde. Es wird tatsächlich nicht genannt, um was es ging. Ich habe so meine Vermutung, aber schauen wir mal. Das zweite ist, nicht alle Chars oder nicht alle Builds halten auf dem gleichen Level mit, wie es andere tun. Deswegen wurden auch ein paar Builds verstärkt. Dann als drittes, die Paragon-Glyphen waren wohl viel zu stark und haben manchen Spielern extrem viele Stärkungen verursacht. Das wurde wohl auch geändert. So, jetzt haben wir wieder den alten schönen Satz, den wir sehr oft hören, dass das Balancing eine Reise ist und kein Ziel. Bedeutet, Blizzard wird sehr oft sehr viel am Balancing ändern, bis wir irgendwann mal wo ankommen, dass das Balancing gut ist. Das finde ich an sich eine gute Idee, denn umso mehr geändert wird, umso mehr kommen wir zu dem Ziel, dass alle Klassen immer sinnvoll sind und dass auch alle Builds Spaß machen, dass wir wegkommen von der einen Meta und eher zu einem großen, alles ist relativ spielbar, denn das freut mich immer sehr. Ich bin oft ein Freund der Nebenklassen, die sonst in der Meta gar nicht auftauchen würden. Einmal kurz vorweg, ich werde hier nicht direkt durch alle Änderungen durchgehen. Das sind zu viele. Ich verlinke euch den Link in der Videobeschreibung und ihr könnt euch eure Klasse dann selber im Detail anschauen. Aber eins vorweg, ich kann sagen, alles wurde geändert. Der Barbar, der Druide, wo sind wir? Der Necromancer und auch Rogue und der Zauberer. So, der nächste große Punkt ist die Glyphen und das Paragon-Board. Denn es wurde wirklich viel hier geändert und von dem, was ich gesehen habe, ist das durch die Bank ein Nerf. Also, es ist wirklich, ging alles nach unten. Ich bin selber bei Level 48. Ich war ein bisschen zu schnell durch die Story durch. Dazu gibt es noch ein gesondertes Video von mir. So ein paar Tipps und Tricks, die euch sonst keiner sagt, weil ich hätte mir gewünscht, dass ich ein bisschen ausbalancierter gespielt hätte. Dazu aber separates Video. Da bin ich noch gar nicht und jetzt sind die alle genervt. Naja, nicht so wild. Gucken wir uns an. War auch eigentlich zu erwarten. Das ist der Grund, warum ich immer sage, lasst euch Zeit, spielt in eurer eigenen Geschwindigkeit, schaut nicht unbedingt auf Buildguides, ansonsten klickt ihr da nur blöd was zusammen und am Ende ist das vielleicht gar nicht so toll, weil was geändert wurde. Das könnte in diesem Fall der Fall gewesen sein. Naja, gucken wir mal. Und letztendlich wurde die Spawnrate von Treasure Goblins reduziert. Da muss ich sagen, ich habe in... Musste ich jetzt nachschauen, wie viele Stunden, sehr vielen Stunden seit Early Access. Ich glaube 3 oder 4 Treasure Goblins gesehen. Ist auch okay, die haben tatsächlich dann auch immer ganz gut was gedroppt. So, dann gab es ein paar kleinere Bugfixe. Also zum Beispiel, dass ein Mount-Name geändert wurde. Der Shop-Button funktioniert jetzt von Kleiderschrank. Das ist natürlich ganz wichtig für Blizzard, dass der Shop-Button funktioniert. Das ist wirklich wichtig.
Und dann wurde was am Sorcerer geändert. Und es gab Stability und Crash Fixes. Grundsätzlich läuft das Spiel da schon relativ gut. Aber bei ein paar Mates crasht es tatsächlich auch noch ein, zwei Mal am Abend. So, dann als allerletztes, das ist auch noch aus dem... Ah ne, das ist von gestern. Ja. Ja, da sind wir schon durch die Patch Notes. Also, ich verlinke euch den. Es ist tatsächlich ein etwas größerer Balancing Patch, wenn wir uns überlegen, dass wir an Tag 2 der Early Access Version sind. Schauen wir mal, was noch so kommt. Ich finde es auf jeden Fall relativ stark, dass Blizzard so viel und aktiv am Balancing arbeitet. Bis dahin, euer Zali.